Meine Haare sind so fettig wie sonst nur eine Friteuse von innen. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei seid. Ich wollte einen natürlichen Look machen und ich bin nicht so gut in natürlichen Looks. Love that for me, love that for you. Ich habe für den Look die Nabla Ruby Lights Glitter Palette benutzt. Die ist aktuell leider auf Purish ausverkauft. I'm so sorry. Irgendwie greife ich immer gerade zu den Teilen, die ausverkauft sind. I don't know why. Ich habe aber auch die Eternal Eclipse von Luna Beauty benutzt. Und ich habe einen Code für Purish, der aktuell ist, für 6 verschiedene Marken diesmal tatsächlich. Auch für Luna Beauty, nämlich Contra15 ist ein Affiliate-Code. Ich lasse euch alle Informationen unten, falls ihr davon irgendwas kaufen möchtet, dann schaut dort einfach in die Infobox. Da sind auch zum Beispiel alle Sachen drin, wie was ich für meine Base benutzt habe. Concealer, Augenbrauen, dies, das und so weiter und so fort. Heute geht es um einen kleinen Haul. Und zwar hatte ich ja schon einen nicht ganz so kleinen Rossmann-Haul. Da bin ich ja bisschen eskaliert, könnte man sagen. Und heute geht es um einen kleinen DM-Haul. Der ist aber wirklich deutlich kleiner als der Rossmann-Haul. Wahrscheinlich auch nicht so ein überlanges Video. Finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Ich habe mir sowieso überlegt, dass ich so Videos maximal aktuell bis zu 30 Minuten mache. Ich stecke ja in meiner Klausurenphase und versuche nebenbei tatsächlich auch jetzt wieder, ich habe langsam ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Inspiration gefunden, aber Motivation gefunden, um mich wieder um einen Job zu kümmern. Denn so sehr ich auch es feiere, dass ich mit Social Media mittlerweile auch Geld verdiene, ist es trotzdem so, irgendwo muss ein geregeltes Einkommen herkommen und es wäre halt schön, das wieder zu haben, auch allein für die Krankenversicherung, die sehr, sehr teuer ist, wenn man Ü30 ist und Studentin. Anyways, long story short, auf jeden Fall habe ich einiges zu tun und möchte nicht so krass lange Videos machen, weil leider in den Wiedergabezeiten sich auch immer widerspiegelt, so maximal 18 Minuten ist so die höchste Anschauquote, die ich aktuell bei den Videos habe, was schon sehr, sehr lange ist. Das haben viele andere YouTuberInnen nicht, deswegen vielen Dank. Versteht das auch nicht falsch, aber ich weiß halt auch, manche Videos sind einem dann einfach zu lang. Gut, dass dieses Intro jetzt schon wieder 15 Minuten lang ist. Bevor ich noch so weitermache, let's go mit dem Video. Genau, heute geht es um einen kleinen DM-Haul. Ich habe bei DM ein bisschen zugeschlagen. Ich musste nämlich unter anderem auch Pflegeprodukte nachkaufen. Ich habe in meinem Empties-Video vom letzten Mal, den Link dazu lasse ich euch auch sehr gerne in der Infobox, auch schon ein paar Skincare-Produkte gezeigt. Ich traue mich da so langsam Stück für Stück ran. Einfach, weil ich dadurch, dass ich jetzt viel mehr Kanäle abonniert habe, die sich mit Skincare auseinandersetzen, das Gefühl habe, ich werde da so langsam zumindest nicht mehr komplett ahnungslos. Ich habe auch zum Beispiel das öfter mal gemacht, dass ich, wenn ich Produkte nicht so selber bewerten konnte, also ich habe dann Sachen gegoogelt und so weiter, aber es kommt natürlich nicht nur auf die Inhaltsstoffe an sich an, sondern auch an welcher Stelle sie sind, wie hoch die konzentriert sind und so. Sachen an Shenya rübergeschickt. Vielen, vielen Dank dafür, dass du als meine private Insi-Beraterin quasi immer zur Verfügung stehst. Ich versuche mal, sie da nicht so zu nerven, aber sie ist auf jeden Fall immer ansprechbar und deswegen traue ich mich jetzt einfach mal auch Skincare-Produkte beziehungsweise auch Reinigungsprodukte mit in dieses Video mit reinzunehmen. Wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt, dass die Sachen für mich und meine Haut ganz gut funktionieren. Ich sage dann auch zu den Produkten jeweils was. Rennt bitte nicht einfach los und kauft euch Skincare-Produkte, nur weil ich sage, dass sie für mich funktionieren. Das ist keine Garantie, dass sie für euch funktionieren. Und lest euch bitte immer was über Inhaltsstoffe an. Wie gesagt, schaut super gerne bei X-Skincare, also Leon zum Beispiel, vorbei. Und natürlich bei meiner süßen Shenya, also Incipedia. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, lest euch das erstmal an, überlegt euch, ob das gut ist und auch wie man es mit der Haut irgendwie vereinbaren kann, für welchen Typen das gut ist. Jetzt, wo der Disclaimer aus dem Weg ist, Intro noch länger. Fangen wir mal an. Was ich allerdings im Intro gerade gezeigt habe, das kann ich euch schon mal zeigen. Und zwar ist das von Colab, das Dry Shampoo. Ich habe ja die längste Zeit von Batiste das Trockenshampoo benutzt. So, dies ist wieder eine dieser Momente, wo es um diese Diskussion geht. Cruelty-free, non-cruelty-free und so weiter. Und da kommen wir später bei einem Make-up-Produkt auch noch dazu. Beziehungsweise bei 2 Make-up-Produkten. Das ist, wie gesagt, ja ein sehr... Wie drückt man das jetzt demokratisch aus? Ein sehr spaltendes Thema. Demokratisch vor allen Dingen, diplomatisch aus. Ein sehr spaltendes Thema. Es gibt Firmen wie auch zum Beispiel L'Oreal, die auf ihrer eigenen Website erst schreiben, dass sie selber nicht an Tieren testen. 3 Absätze darunter aber schreiben, dass andere Firmen, die sie beauftragen, zum Beispiel an Tieren testen, was ja wiederum bedeutet, eigentlich
testen sie schon sekundär an Tieren, auch wenn sie es selber nicht beauftragen. Das heißt, L'Oreal ist eigentlich nicht cruelty-free. Es ist, it's a cruel world auf jeden Fall und es ist sehr schwierig, das so auseinanderzuhalten, auch wenn die Diskussion es wert ist, geführt zu werden. Deswegen habe ich auf jeden Fall aufgehört, Batiste zu benutzen, beziehungsweise hier zu zeigen. Ich habe tatsächlich noch, ich habe es mal erzählt, ich habe irgendwann mal 5 Packungen oder so davon im Angebot gekauft und 2 habe ich auf jeden Fall noch da. Naja, und dann habe ich bei Luisa Crashen, den Kanal dürftet ihr kennen, hoffe ich jetzt mal, die Collab-Produkte gesehen. Und ich hatte mir als allererstes dieses Collab Dry Shampoo in der Glam Fragrance quasi geholt und habe mir das hier jetzt nochmal gekauft, weil mir das ganz gut gefällt. Ich muss sagen, so ein kleines bisschen White Cast meine ich schon erkennen zu können. Also ich habe immer das Gefühl, die Haare sehen danach so ein bisschen aus, so ein bisschen stumpf aus. Ich meine, Trockenshampoo ist natürlich auch da, um die Öle sozusagen aufzusaugen, dass die Haare danach nicht wie frisch geduscht oder frisch gewaschen aussehen. Okay, that's fine. Good enough for me auf jeden Fall. Aber so ein kleines bisschen ist da auf jeden Fall dabei. Es steht hier drauf, without white residue. Das kann ich nicht komplett bestätigen, aber ich finde, selbst mit dem sehr dunklen Ansatz, den ich habe, funktioniert das noch gut, wenn man nicht zu viel davon benutzt. Also diese sozusagen Version davon mag ich sehr. Es gibt 3 verschiedene. Ich habe auch das Extreme Volume und da muss ich sagen, das hat auf jeden Fall mehr weiße Rückstände als das hier. Also da habe ich, ich kann euch das mal eben zeigen, auch wenn es gleich albern aussieht. Ich kann es euch gerade nicht zeigen, natürlich nicht. Natürlich funktioniert es nicht, wenn ich es auf On-Camera versuche. Aber mit dem hier komme ich auf jeden Fall besser klar. Die haben beide einen ziemlich starken Geruch. Das ist ja nun auch bei Trockenshampoo immer so ein Ding, dass da halt ein starker Geruch mit bei ist, um dieses Ungewaschene sozusagen so ein bisschen zu übertünchen. Mich persönlich stört es nicht so doll, aber für die Leute, die da vielleicht ein bisschen empfindlich drauf reagieren, also man riecht es schon auch noch am nächsten Tag in den Haaren, muss man wirklich sagen. Das geht erst weg, wenn man es rauswäscht. Dafür generell finde ich aber, dass die Performance sehr gut ist. Also mir gefällt das gut als Alternative. Ich fände es halt natürlich noch großartig, wenn sie diese, wie diese Batiste, diese gefärbten für dunkle Haare sozusagen noch machen würden, weil damit kann man halt eben einfach auch einen Ansatz echt sehr gut kaschieren. Und bei mir ist vor allen Dingen auch dieses Ding, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Haare hochhebe, könnt ihr das ja sehen. Ich habe ja sehr, sehr helle Haare eigentlich. Das sieht dann schnell mal aus, wenn ich zum Beispiel jetzt so einen Zopf machen würde, als würden mir hier irgendwie die Haare ausfallen. Was sie zwischendurch auch getan haben, aber mittlerweile ist es wieder besser. Deswegen mag ich zum Beispiel auch nicht so gerne so einen hohen Zopf tragen, einfach weil meine Haare nicht so voll aussehen. Und das kann man super kaschieren mit dem von Batiste, aber wie gesagt nicht cruelty-free. Deswegen bin ich darauf umgestiegen. Das mag ich sehr gerne. Das werde ich jetzt aufbrauchen, aber werde ich, glaube ich, nicht nochmal nachkaufen. Und die 3. Version habe ich noch nicht ausprobiert, also dazu kann ich euch nichts sagen. Die gibt es aber auf jeden Fall auch bei DM. Kosten, glaube ich, 4 Euro oder so die Flasche oder 3. Ich bin nicht mehr sicher, aber die mag ich auf jeden Fall ganz gerne. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich von No Cosmetics einige Produkte auch gerne mag. Und ich habe mir das, No Cosmetics ist ja auch, stimmt ja gar nicht, No Make-up heißen die, das 120 Hours Hyper Sleep Feuchtigkeitsserum Rain Tonight mit dem Phyto Moisture Complex. Wow. Mir geholt, das mit Niacinamid ist und das ist ein Serum. Das benutze ich, wenn ich mein Gesicht komplett gereinigt habe, dann nehme ich das Gesichtswasser von Shenya, um sozusagen ein bisschen die Haut wieder zu neutralisieren, also den pH-Wert der Haut zu neutralisieren. Dann benutze ich das Serum und darüber benutze ich noch eine Feuchtigkeitscreme und darüber benutze ich dann meinen Sonnenschutz und damit komme ich wirklich ganz gut klar. Das Niacinamid perfektioniert so ein bisschen das Hautbild oder soll es zumindest tun. Ich habe ja nie so krasse Probleme mit Hautunreinheiten oder so gehabt, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wow, changed my Hautbild for the better, sondern funktioniert ganz gut. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Niacinamid auch die natürliche Hautbarriere supporten soll, beziehungsweise wiederherstellen soll. Und ich hatte das ja eine Zeit lang ganz schlimm um die Augen herum, dass da die Hautbarriere total kaputt war, alles gebrannt hat, selbst die besten Sachen darauf nicht funktioniert haben. Und ich muss sagen, seitdem ich das benutze, funktioniert es auf jeden Fall ein bisschen besser. Es ist sehr teuer, finde ich. Es ist für 20 Milliliter, es kostet 15 Euro, das finde ich, ist schon ein echter Klopper. Aber ich mag es gerne benutzen, wie gesagt. Ich habe jetzt zusätzlich von Shenya zum Geburtstag bekommen, ihre Vitamin C Creme, das ist auch B3 ist damit drin und Ceramide. Und da ist auch Niacinamid mit drin. Und das hat eine deutlich dickere Konsistenz. Ich kann euch das mal im Vergleich zeigen. Man hätte sich auch vorbereiten können, aber wir sind hier nicht professionell. Also so sieht meine aktuelle Flasche quasi aus. Die kommt mit so einem Pipettenspender. Und so sieht das Serum aus. Ich benutze jetzt nur ein bisschen. Also es hat so eine milchige Färbung und ist auch sehr flüssig auf jeden Fall. Und wenn man es verreibt, dann wird es halt durchsichtig. Also es hinterlässt jetzt keinen milchigen Film oder sowas. Wie gesagt, also so sieht man jetzt gar nichts mehr davon. Es ist auch nicht parfümiert, soweit ich weiß. Also es riecht nach gar nichts.
Und es, ja, ich trage das wie gesagt immer als unterstes auf, weil ich das so gelernt habe, dass man dünnste zu dicksten Konsistenz machen soll. Und die Vitamin C Creme von Shenya, die machen wir jetzt einfach noch darüber, weil viel hilft viel. Die hat auch so einen geilen Spendekopf. Also der, wie die das immer macht, ne? Ich liebe ja auch die Gesichtscreme von ihr sehr. Lasst euch auch die Links natürlich unten. Die ist halt wirklich, das ist halt eine richtige Creme. Ist halt deutlich dicker, wie man sieht. Also auch wenn man die so einreibt, dieses Milch, ich weiß, das verläuft sich sozusagen mit der Zeit auch. Ich habe auch das Gefühl, dass die so ein bisschen, die hat einen Eigengeruch, aber einfach so wie ein Skincare-Produkt. Kann es nicht besser beschreiben. Also da sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder sonst irgendwas drin. Keine Duftstoffe generell, kein Ethanol, weil Shenya ist ja auch allergisch auf Duftstoffe und dementsprechend macht sie das natürlich in ihre eigene Hautpflege auch nicht mit rein. Und wie gesagt, das mag ich auf jeden Fall gerne. Das benutze ich auch. Werde das jetzt mal abwechselnd immer mit der Vitamin-C-Creme benutzen und da freue ich mich sehr drauf. Außerdem habe ich von No Makeup die Feuchtigkeitscreme mir auch nochmal nachgekauft. Shenya hatte da ja ein sehr cooles Dupe sozusagen für gefunden, nämlich von Baby Love. Das hatte ich in meinen Empties auch gesagt und dann hatte sie mir geschrieben und auch ein paar aufmerksame ZuschauerInnen von euch haben geschrieben, dass die Baby Love Aloe Vera Creme, die sie sozusagen als Dupe dafür gefunden hat, die deutlich günstiger ist, weil dieses Ding kostet auch 15 Euro und das ist schon, sorry Leute, aber das ist schon echt viel. Die Baby Love hat genauso viel Produkt, glaube ich. Und die kostet 1 Euro und hat fast die gleiche Formulierung, dass das allerdings ein Saisonprodukt ist und dass die im Frühling bzw. Sommer kommt. Das heißt, dann werde ich mir die mal kaufen und mir das mal anschauen. Shenya hat dazu auch ein cooles Video gemacht. Den Link dazu lasse ich euch auch super gerne unten. Aber da es die Baby Love gerade nicht gibt, habe ich mir die jetzt nochmal geholt, weil die für mich auch gut funktioniert. Die sind übrigens auch vegan und cruelty-free. Ist ja klar, sonst würde ich sie ja nicht zeigen. Und da ich gerade keine Experimente mit meiner Pflege machen möchte, weil ich eben durch die Vitamin-C-Creme jetzt eine neue Komponente mit reingenommen habe und erstmal gucken möchte, wie meine Haut darauf reagiert, habe ich dann gesagt, den Rest lasse ich sozusagen so, wie es ist. Es bleibt alles, wie es ist. Und das ist aber so krass, dass das zusammen einfach schon 30 Euro gekostet hat. Anyways, alles für das gute Hautbild, ne? Ja, dann habe ich mir bei DM von Balea Med das Ultrasensitiv Waschgel nochmal geholt. Ich mag das sehr, sehr gerne, um nach einer Öl- bzw. der Reinigungsgelee-Reinigung mit Shenyas Reinigungsgelee damit die Reste vom Make-up runterzunehmen. Also ich mache Double Cleansing, komme aber mit den Produkten, die ich jetzt benutze, damit sehr gut klar. Ich benutze für die Augen noch etwas anderes als nur das Reinigungsgelee, das zeige ich euch gleich. Denn das Reinigungsgelee von Shenya hat eine ganz besondere Konsistenz. Moment, ich hole euch das mal eben. Auch das hätte man vorbereiten können, aber warum sollte ich auch vorher darüber nachdenken, wie ich meine Videos strukturiere. Also, das ist Reinigungsgelee von Shenya. Und wenn man das aufmacht, seht ihr diese Konsistenz? Also es ist wirklich sehr cool. Es hat auch eine sehr coole Farbe. Ich habe noch nie sowas gespürt wie das. Und es ist sehr angenehm, weil wenn man es zwischen den Händen verreibt und dann aufträgt, dann wird es immer nicht flüssiger, aber es lässt sich immer leichter verreiben. Wahrscheinlich durch die Wärme der Hände auch und des Gesichts. Und deswegen braucht man auch nur relativ wenig. Es ist auch made in Germany vegan und cruelty-free natürlich. Dadurch, dass es aber etwas fester ist, nehme ich zum Beispiel für meine Waterproof-Mascara und die Mascara, die ich jetzt gerade teste, die nicht waterproof ist, aber besser ist als alle Waterproof-Mascaras, die ich davor gehabt habe. Review coming soon, weil dieses Produkt teste ich ganze 4 Wochen für euch. By the way, nehme ich mir auch immer noch von Balea das Reinigungsöl mit oder von Isana das Reinigungsöl. Das hatte ich jetzt eine Zeit lang. Das hat aber, auch wenn es keinen deklarationspflichtigen Duftstoff enthält, hat das einen sehr starken Geruch. Also das riecht parfümiert auf jeden Fall. Und auch wenn ich damit an sich kein Problem habe, es muss für mich einfach nicht sein. Ich war eh beim DM und ich mag das Reinigungsöl eben auch gerne. Das mache ich auf ein wiederverwendbares Wattepad, meistens das von Crash Cosmetics, also von Luisas Brand, und halte mir das dann auf die Wimpern sozusagen. Also ich reibe da nicht hin und her oder sonst was, sondern ich lasse einfach das Öl, die Mascara aufbrechen und dann gehe ich danach rein mit dem Waschgel, um mir alles runterzunehmen. Ich habe einfach das Gefühl, dadurch hat man... Draußen ist übrigens Schneesturm, es sind minus 7 Grad und von meiner Tür wird gerade Schnee gestippt. I love that for me. Let's just ignore that. Ich rede einfach nur lauter als sonst. Naja, und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich durch weniger Reibung natürlich auch die Augen weniger reize, weniger die Schleimhäute reize, weniger die Haut drumherum reize und so weiter. Und das ist eben für meine sehr sensible Haut im Augenbereich einfach super wichtig. Deswegen habe ich mir auch das hier nachgekauft. Ich glaube, das ist meine 5. Packung davon oder so. Es ist so günstig. Es hat keine Farbstoffe, keine Parfüme, keine Parabene. Und ja, es brennt überhaupt nicht. Also ich mag das hier wirklich sehr gerne. Das hier finde ich auch in Ordnung, aber mein liebstes Reinigungsgel ist und bleibt auf jeden Fall das Gelee von Shenya. Wie gesagt, das hier nehme ich dann extra speziell für die Augen, damit ich nicht so viel reiben muss, weil die Konsistenz etwas flüssiger ist. Yes! Wo machen wir weiter?
machen jetzt bei was weiter, was vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Ich weiß ja nicht, wo ihr gerade eure Kerzen kauft. Also neben dem Thiemann-Shop, die ja meine Duftkerzen-Dealer sind, sozusagen der Wahl. By the way, eine nächste Kooperation incoming ist in Planung für Ende März ungefähr, nur dass ihr Bescheid wisst. Habe ich was entdeckt? Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Und zwar hat Nivea Duftkerzen rausgebracht mit dieser typischen Nivea-Creme-Geruchsrichtung. Und ich liebe Nivea, beziehungsweise alles, was frisch riecht, frisch gewaschen riecht, Babypuder und so weiter und so fort, frische Wäsche, Fluffy Towels und so weiter, das ist mein Ding. Alles andere drumherum sortiere ich immer so ein bisschen nach Saison und so weiter, aber generell dieser frische Geruch, das ist so mein Jam. Habe ich ja nun schon 3000 Mal erzählt und die Nivea-Kerzen riechen einfach genau wie diese Nivea-Creme. Und die waren im Ausverkauf, also keine Ahnung, ob es die noch gibt. Also die haben 3 Euro, glaube ich, gekostet, da waren die drauf runtergesetzt. Die hatten auch noch so eine Umverpackung, die habe ich aber schon weggeschmissen. Das hier ist die Verpackung sozusagen, ist nichts Besonderes, ist nichts Spezielles, aber Alter, dieser Geruch ist einfach, oh, yes, kann ich mich reinsetzen. Also wie wenn man sich frisch eingecremt hat, ich liebe das einfach. Und die, da waren noch 2 Stück da habe ich mir einfach beide gekauft, weil bei mir brennen immer Kerzen im Hintergrund. Ich meine, ihr seht das ja, ich finde, das ist einfach gemütlich, es ist einfach super angenehm. Ich meine, gut, jetzt haben wir Schneesturm. Ah, jetzt sieht man den weißen Residue oder was? Was ist das schon wieder für ein chaotisches Video? Wir haben Schneesturm draußen mit -7 Grad. Alter Schwede, wenn hier gleich ein Yeti am Fenster vorbeifliegt, dann wundert es mich auch nicht, ich sag's euch. Und Kerzen müssen auf jeden Fall an sein für die gemütliche Stimmung und auch damit es zu Hause immer gut riecht. Egal wie lange man ungeduscht in seinem Bett rumgelegen hat. Kleiner Geheimtipp von einer Depressiven an andere Depressive. Und deswegen auf jeden Fall müssen Kerzen immer sein. Ich habe außerdem im Ausverkauf noch welche gefunden, die so ein bisschen diesen weihnachtlichen Touch haben. Davon habe ich mir auch 3 Stück gekauft, weil ich nicht nur Duftkerzen anmache, weil allein dieses Tablett da drüben, ich weiß gar nicht, wie viele Kerzen da draußen sind, 9 oder so. Wenn das nur Duftkerzen wären, dann wäre hier, also es würde sehr, sehr gut riechen, aber mehr so wie so ein Body Shop wahrscheinlich. Und, oder wie so ein Lush Store, wenn man so vorbeiläuft und schon so eine hat so... nicht, dass es schlecht riecht, aber es war schon immer ziemlich intensiv. Naja, und deswegen mache ich auch zwischendurch halt solche noch mit da drauf. Und ich finde einfach das Design ganz süß mit dem silbernen und diesem rosanen oben. Und die waren im Ausverkauf, deswegen warum nicht mitnehmen, weil es halt Weihnachtskerzen eigentlich waren. Also habe ich die einfach noch mitgenommen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu den für euch am interessantesten Sachen. Nämlich, ich habe auch Make-up-Produkte gekauft. Und zwar habe ich ein Set von Lipglossen gefunden. Und zwar von BH Cosmetics So Extra Candy. Das ist ein High-Shine Plum Lipgloss Duo. Und einer ist sozusagen in so einem normalen Nude und der andere ist so ein Nude Sparkle aus der Midnight Festival Collection. Die sind riesengroß, also so super dicke Komponenten. Ich swatch die euch mal. Ich mag auch, dass das Füßchen, also der Applikator, so groß ist. Ist natürlich wieder so, es ist eine typische Nude-Farbe. Also, you know my jam, I like what I like. Was soll ich dazu sagen? I'm not even gonna excuse myself. Der hier hat mich so ein bisschen an die Fenty Bomb erinnert. Also die Glow Bomb heißt die, glaube ich, Gloss Bomb. Und so sehen sie geswatcht aus. Das sind die beiden Farben. Gefallen mir beide sehr gut. Und ich wollte einfach mal sehen, ob ich aus der Drogerie vielleicht auch noch auch so einen Plumping Lipgloss finde, der aber angenehm zu tragen ist. Also ich mag die von... Ist das Catrice der Glow Booster? Ich glaube ja, von Catrice der Glow Booster ist auch sehr gut. Aber ja, ich wollte halt noch andere Farben ausprobieren und deswegen sind die von BH mir gerade richtig über den Weg gelaufen. Und was ich außerdem noch gefunden habe, und darüber habe ich mich sehr gefreut, ist, ich habe für einen meiner liebsten Lip Liner, der leider von Manhattan Cosmetics ist, und Manhattan Cosmetics ist leider nicht cruelty free, auch so eine Diskussionsrunde, auf die ich jetzt keine Lust habe, aber habe ich ein Dupe gefunden. Es ist nicht 100% ein Dupe, aber es ist für mich ein als Ersatz gut genug. Und zwar, ich zeige euch einmal den Lip Liner von Manhattan. Das ist der Extreme Last Lip Liner. Die haben wirklich eine tolle Formulierung, tolle Konsistenz. Was ich an denen gerne mag, ist, dass die halt diese Automatik zum Rausschrauben haben. Dadurch hat man halt nicht das Problem, dass man da ja irgendwie groß anspitzen muss oder so. Das mag ich persönlich nicht. Und es ist die Farbe 59Y, by the way. Und ich habe von NYX Cosmetics einen Lip Liner gefunden, der dem ziemlich ähnlich sieht. Und zwar die Farbe Mauve. Ich swatch euch die einmal nebeneinander. Und wie man sieht, hundertprozentig übereinstimmen tun die nicht. Das ist hier Mauve, das ist der Lip Liner von Manhattan Cosmetics, but it's good enough for me. Also den Mini-Unterschied wird man nicht erkennen. Und ich habe halt nach einem gesucht aus der Drogerie, der zum Beispiel auch als Dupe für den Crush, ist das der Crush? Jetzt habe ich einfach nachgegriffen, von Dominique Cosmetics, das wäre der hier, sozusagen sein kann. Und ich finde, die sehen sich alle schon sehr ähnlich. Ich muss sagen,
dass der von Dominique Cosmetics ist der cremigste von allen dreien. Also der gefällt mir von der Textur her am allerbesten. Der am wenigsten cremige ist leider der von NYX Cosmetics, was sehr, sehr schade ist. Aber der kommt von der Farbe her noch ein bisschen besser ran. Also falls ihr den Crush von Dominique Cosmetics habt, braucht ihr den von NYX Cosmetics bzw. von Manhattan Cosmetics nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr jetzt losrennt. Die sehen sich alle sehr, 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 sehr ähnlich. Aber ich freue mich, dass ich so einen Dupe gefunden habe, weil ich dadurch den hier nicht mehr zeigen muss, sozusagen. Ist ja immer das Ding, ich benutze die Sachen ja noch weiter, bis ich sie aufgebraucht habe, weil ich schmeiße gekaufte Sachen, ausgegebenes Geld schmeiße ich nicht aus dem Fenster. Aber ich kann dann halt, wenn jemand fragt, okay, was benutzt du auf den Lippen, kann ich es halt nicht beantworten. Das ist natürlich ärgerlich. Deswegen werde ich es ab jetzt damit machen und das hier nur noch für den privaten Gebrauch, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich habe jetzt zwar noch irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, aber die sind eigentlich auch alle nicht so wichtig. Ich habe mir noch Wachsstreifen von Vete geholt. Oh, okay, beruhig dich. Ich rasiere eigentlich, aber es gibt halt so ein paar Stellen, bei denen ich mir denke, das nervt mich einfach, wenn dann da, wenn es so ein bisschen Rasurbrand und so gibt. Also habe ich mir noch Easy Gel Kaltwachsstreifen geholt. Keine Ahnung, wie die sind. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, weil es ist nicht mal die Motivation, da generell duschen zu gehen, geschweige denn meinen ganzen Körper zu enthaaren. Ain't nobody got time or motivation for that. Und ja, ich denke, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was von den Produkten ihr gut findet oder was davon ihr vielleicht auch selber schon ausprobiert habt oder was ihr vielleicht nach diesem Video ausprobieren möchtet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch sehr gerne dem Daumen ein Video nach oben geben und den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!